to dua, palët shqiptare. Të dua e gërsisht, dëshpërimisht, si uj kupyllin, si vala valën, si balta baltën, se gjërën bi gjunë jam brënda teje, se lerë kanë këtu dhe baba dhe gjyshi, të dua balë shqiptare, se gjërën bi belë, e për mbi bel jam brënda teje, e zdal do të se zdua, se ti më lidh e më mban me mjalt e me pelim, po të vdes në dhe të huaj. Short mërgimtari të ma bëni vari, ku do bie së pari, po një grush nga toke jon, balt nga balt e saj, të ma mirni e të ma sidhni drejtë në zemër të shkret. Im März war es, glaube ich, dass sich die katholische Bevölkerung zum Ort der ehemaligen Kirche, der von den Kommunisten dem Boden gleichgemachten Kirche des heiligen Antonius begeben hat, 4.000 oder 5.000 Leute, ohne dass außer mir irgendjemand in Tirana von den vielen Diplomaten etwas gehört hätte, und wie ich mit ihnen sprach, sagten sie, das glauben wir nicht. Also das System hat sogar funktioniert für die ausländischen Beobachter. Und also es ist sicher richtig, wie Fred es sagte, da hat sich etwas vorbereitet, aber ich hatte eben das Gefühl, die Leute, vor allem die St. Antonius-Geschichte, ein Regime, das nicht mehr die Kraft hat, 5.000 Leute zu erschießen, wenn sie sich versammeln, auch unter religiösem Vorzeichen, ist am Ende. Sag das mal jetzt ganz ohne oder mit bösartiger Ironie. Und spätestens ab diesem Tag im März war mir also klar, das Regime wird fallen, aber es hat noch so viel Kraft, dass es meinetwegen noch 3 Jahre halten kann. Und das wollte ich nicht, sondern ich wollte, dass das jetzt zu Ende geht. Folgendes hat er. Die Beschimpfung durch Leute von den Balkonen. Ich glaube, wir haben bis jetzt uns, und das ist ja auch der Sinn dieser Veranstaltung, zurückgeschaut. Aber so ein Ereignis sollte uns ja auch eine Lehre für heute sein und für unsere eigene Zukunft. Ich habe es nicht erlebt, wie Enver Hoxha starb in Tirana. Aber ich habe es von vielen Leuten gehört und gehört, wie alle weinten, sie weinten, wie wenn der eigene Ehemann, der eigene Sohn, der eigene Bruder gestorben wäre. Ich habe das nicht so recht verstanden. Ich habe später gehört von Leuten, die dabei waren, dass es 1953 in der Sowjetunion ganz genauso war, als Stalin starb. Der größte Verbrecher des Jahrhunderts